Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Leipzig, hier ist Stempeln mit René.de. Heute mal eine ganz besondere Form. Ich versuche nämlich das Video heute mal parallel zu unseren Live-Basteln zu drehen. Wir schauen also hier vier Mädels dabei zu, wie ich das Video drehe. Die sehen also auch nicht mehr als ihr, aber ich muss immer noch ein bisschen kontrollieren, ob die auch so weit sind. Und zwar wollen wir also heute so eine Aufstellkarte machen. Das Ganze ist also so aufgebaut. Hier unten haben wir einen kleinen Steg drin, das zumindest der Teil hält. Dieser Kartenteil fällt also komplett eigentlich nach hinten, wenn wir den abgemacht haben. Das Ganze passt, wenn ihr nicht zu weit drüber geht, also bei unseren mit eurer Deko bzw. dem Teil, was oben das hält, wenn das nur maximal an jeder Seite einen Zentimeter übersteht, passt es in die Umschläge von Stamping ab. In die handelsüblichen deutschen, die es im Schreibwarenladen gibt, habt ihr sicher schon mitgekriegt, die sind kleiner, passen unsere Karten nicht rein, wenn was übersteht. Dann müsst ihr sehen, dass ihr das Motiv genau mit ihr drauf bringt. Das Ganze wird also nur von hier oben diesen Teil zusammengehalten, dass es steht. Und der Text kommt auf die Rückseite. Das war also sozusagen mein Prototyp. Die Karte ist vorhin im ersten Teil entstanden, also 19 Uhr beim ersten Live-Basteln. Hier habe ich es mal mit diesen Tannen und Karos, also mit der unserer Stanze hier Tannenbaum gemacht, die meine Karte hält. Hier auf der Rückseite auch das Papier. So, und das stecken wir hier dahinter. Und dann steht die ganze Sache und damit wollen wir jetzt anfangen und zwar mit dem Zurechtschneiden. Dazu brauchen wir unseren Papierschneider und den Farbkarton, den ihr für eure Grundkarte gewählt habt. Ich arbeite jetzt mal mit Marineblau. Den legt ihr euren A4 Farbkarton mit der schmalen Seite in euren Papierschneider und schneidet ihn genau mittig bei 10,5 cm durch. So, da haben wir zwei Hälften. Die eine wird unsere Grundkarte. Und aus der anderen müssen wir noch was rausschneiden, nämlich einmal noch hier diesen, ich sag mal so, diese Aufstellkarte, die hier vorne drauf kommt. Da ist der Farbkarton von der Größe her 8 x 12 cm. Das Stückchen, was wir dann hier noch haben, da schneiden wir uns ein ganz kleines Stückchen. Das wird 2 mal 6 cm. Das sind also die drei Stücken, die wir jetzt von einer Farbe haben. Also einmal 10,5 mal 29,6. Das zweite hier 8 mal 12 cm und das dritte 2 mal 6 cm. Gut. So, dann kommen wir zu unserer zweiten Farbe. Unser zweiter Farbkarton wird sozusagen hier unsere Mattung. Da brauchen wir einmal ein Stück 10 mal 14,3 cm. Ein zweites Stück 10 mal 6,9 cm. So, und das letzte Stück, was wir noch brauchen,
ist 7,5 mal 11,5 Zentimeter. Dann brauchen wir ein Stückchen Farbkarton Flüsterweiß oder Grundweiß, 14,3 mal 10 cm. Das war das, was ich also bereits aufgeschrieben hatte. Und jetzt müssen wir noch unser Designerpapier schneiden. Da haben wir einmal, ich sage das mal in der Reihenfolge, wie es nachher auf die Karte kommt, für hier innen drin das größte Stück, was wir brauchen. Das hat eine Größe von 9,5 mal 13,8 cm. So, dann brauchen wir als zweites hier vorne dieses Querstück. Das hat eine Größe von 9,5 mal 6,4 cm. Und als letztes das Stückchen Designerpapier, was ihr vorn drauf in die Mitte, ich sag mal dazu, in die Aufstellkarte reinmacht. Das hat die Größe von 7 mal 11 cm. Gucken, wie rum mir das besser gefällt. Ich mach's so. 7 mal 11. So, damit haben wir alles zurechtgeschnitten, was wir benötigen. Dann nehmen wir jetzt hier unseren großen Farbkarton, diesen 10,5 mal 29,6 cm und falzen den auf der langen Seite als erstes bei 7,4 cm. Und zum zweiten Mal bei 14,8 cm. So, dann kann unser Papierschneider schon mal erstmal zur Seite. Jetzt legen wir den so vor uns hin, dass unser Mittelfalz sozusagen in der Mitte ist und der 7,4 an dieser Stelle also zu uns zeigen. Klappen das bei 14,8 cm einmal nach oben. Und die 7,4 nach unten, und da entsteht dadurch hier vorn dieses kleine Dreieck. So, als nächstes nehmen wir uns hier unsere Mattungen. Da kommt die erste, die große, diese 10 mal 14,3 hier innen rein. Ich sage jetzt mal innen. Also im Prinzip die Rückfront von dem, auf was man drauf schaut.
So, das ist also Nummer 1 der Mattung. Dann klappen wir das hoch. Das zweite Stück, das 10,0 mal 6,9, kommt hier vorn quer. Das ist das Richtige. Und die dritte Mattung kommt hier vorne auf unserem noch losen Farbkarton. Ich bezeichne das mal als unsere Aufstellkarte für vorn. Da kommt diese dritte Mattung drauf. Und was sagt mir das? Ich habe verkehrte Größe geschnitten. Sieben Komma fünf mal 11,5. Jetzt stimmt sie. So, das ist also unsere dritte. Jetzt haben wir als nächstes unsere Designerpapiere. Da kommt also das größte Stück, dieses 9,5 mal 13,8, kommt natürlich hier hinten auf diese Mattung. Das zweite Stück, 9,5 mal 6,4, kommt hier vorn auf, was aussieht wie so ein Dachaufsteller, quer drauf. Und unser letztes Stück kommt hier auf unsere Aufstellkarte mittig drauf. So. Das Ganze also so. Bevor wir diese Aufstellkarte nachher aufkleben, drehen wir unsere Hauptkarte einmal rum, kleben hinten unseren Grundweiß drauf, für die Grüße, die wir mit der Karte schicken wollen. Und hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, den Farbkarton entweder vorher zu bestempeln oder was ich in diesem Fall bei der Karte hier mache, da wir ja doch etliche Abschnitte an Designerpapier haben, gerade wenn ihr mit welchen gearbeitet habt, was 6x6 Zoll ist, da hat man bei Karten ja doch ganz schön Verschnitt. Schneide ich mir einfach zwei Stückchen, 10 cm in der Breite und 2 cm in der Höhe.
Das ist zu schmal. Hier läuft gerade das Motiv andersrum. Dann nehme ich, mache ich es mit der Seite. So. 10. Und 2 mal 2. Hätte man mich, nee, ich nehme davon die Rückseite, das sieht besser aus. So, also 10. Und 2 mal 2 cm. Das klebe ich einfach hier hinten. So drüber, einfach so ein bisschen als Deko. Einmal unten und einmal oben. Damit haben wir also die Rückseite. Jetzt drehen wir das Ganze wieder um und jetzt kommen wir dazu, uns diese Karte zusammenzusetzen. Ihr habt euch ja ein Teil vorbereitet oben in die Ecke. Das kann also entweder, hier habe ich einen Stern genommen, hier habe ich einen Tannenbaum genommen. Für die Karte jetzt habe ich mir hier aus dem Stempelset Weihnachtspost von vorigen Jahr mal dieses Motiv hier ausgestempelt und ausgestanzt, allerdings noch mit extra starkem Farbkarton verstärkt, damit das also genug Halt nachher hat. Jetzt nehmen wir als erstes hier unsere Karte und kleben die nur auf den unteren Bereich auf. Und zwar so, dass ihr hier nach allen Seiten in etwa die gleichen Abstände habt. Versucht nicht zu hoch zu kommen. Mir ist das also bei dieser ersten Karte passiert. Da bin ich hier unten etwas hochgekommen. Dann habt ihr Schwierigkeiten, oben die Sache hin anzubringen, die also das Ganze hält. Also hier nur auf den unteren Teil, sagen wir etwa bis 1 cm unter der Mitte, Leim aufbringen. Und dann kleben wir das hier auf unsere Karte drauf. So, wenn wir das jetzt hier hinstellen würden, jetzt rutscht uns das nach allen Seiten erstmal auseinander. Und dann nehmen wir, bevor wir oben unsere Ecken befestigen, brauchen wir noch mal ganz kurz unseren Papierschneider, denn wir haben ja dieses kleine Stückchen Farbkarton, diese 2 mal 6 cm noch übrig. Und das falzen wir auf der langen Seite bei 1,5. Bei 3 und bei 4,5 cm. So, haben wir also hier diese 3 Falzlinien drin. 1,5, 3 und 4,5. Jetzt falzen wir das Ganze einfach wie ein M zusammen.
Dann machen wir auf das M, auf die beiden äußeren, ein bisschen Leim drauf. Ihr könnt auch Klebeabroller nehmen. Einmal, zweimal. Machen hier und setzen das hier etwa bei 1,5 Zentimeter Höhe und hier mittig hier hinten drauf, kleben das fest. So, dann haben wir hier das M drauf und jetzt klappen wir hier unseren Teil drüber, drücken das kurz an und damit hat hier dieses Vorderteil Halt. Das kann uns also schon nicht mehr auseinanderrutschen, ist aber trotzdem zusammenklappbar. Das hält schon und das hintere Teil, da kommen wir jetzt dazu, dass das hält. Wir legen die Karte einmal so hin. Dann sucht ihr euch eure Position, wo ihr hier dann sucht ihr euch eure Position, wo ihr hier oben eure Zweige drauf machen wollt. Macht euch neben eure zugeklappte Karte oben Dimensionals hin. Einmal. Je nachdem, wo ihr euer Teil abklebt, entweder ich mache jetzt hier diesen Zweig relativ gerade, dann brauche ich nur oben drüber Dimensionals. Wenn ihr wie bei meinen ersten Sachen einen Stern habt oder einen Tannenbaum, wo es um die Ecke geht, müsst ihr entsprechend auch um die Ecke ein, zwei Dimensionals machen. Zieht die ab. Und setzt euch sozusagen euer Motiv, was eure Karte dann am Stehen hält, dort oben drauf. So. Und dann hält also die ganze Sache. Wenn ihr das drunter raus tut, könnt ihr sie komplett zusammenlegen. Wenn ihr sie aufstellen wollt, einfach ein bisschen nach vorne ziehen und hinten hinter euer Motiv dahinter stecken. Das hält also dann eure Rückwand fest. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere vordere Karte auszudekorieren, wie ihr es haben möchtet. Ich habe mir da hier mal so ein kleines Rehlein auch aus dem Vorjahr genommen, aus der Weihnachtspost. Reh oder Hirsch oder was immer das auch ist. Es ist ein Hirsch oder ein Rentier, es hat ja Hörner. So, das machen wir erstmal. Erstmal hier drauf. So. Mal. Mache ich meinen Spruch und dann setze ich noch so ein paar Zweige dahinter. Drei,
Das ist mein Spruch. Und die Zweige hier klebe ich einfach noch dahinter. So, das ist also das ganze Geheimnis dieser Karte. Hier sind nochmal alle drei, die ich bis jetzt davon gemacht habe. Die stehen natürlich jetzt alle ein bisschen auf. Richtig zusammen gehen sie natürlich nur, wenn wir das rausgezogen haben. So passen sie dann in den Briefumschlag. Wenn sie bis maximal einen Zentimeter drüber stehen, passen sie, wie gesagt, in die Stamping-Up-Umschläge. Wenn ihr handelsübliche hier Außenschreibwarenladen nehmt, dann müsst ihr sehen, dass euer Motiv, mit dem ihr eure Karte zusammenhaltet, mit dem ihr sie aufstellt, nicht drüber ragt, weil sonst passt es nicht. Ich schalte jetzt mein Video ab. Und danach können wir ganz normal weiterreden. Danach gebe ich euch wieder die Sprache zurück.